Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und ein gesundes neues Jahr möchte ich euch wünschen. Heute bei meinem ersten Video in 2023. Wir haben das Jahr hinter uns gelassen, sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin nach wie vor immer noch so ein bisschen heiser und erkältet, hoffe jetzt aber, dass das ja über die Silvestertage, weil ich drehe das Video noch im alten Jahr, ja, auf jeden Fall besser wird. Ich möchte heute mit der Statistik des letzten Jahres ins neue Jahr starten, möchte mir die Vorsätze aus dem letzten Jahr ansehen und neue Vorsätze ein bisschen fassen. Ich bin ja kein Mensch von so großen Vorsätzen, auch so im Privaten oder so mache ich das ja eigentlich zu allen anderen Zeitpunkten als zu Silvester. Aber was so ein bisschen das Lesejahr angeht, da freue ich mich jetzt, dass wir das ein wenig Revue passieren lassen. Und ja, ich denke, wir starten so ein bisschen mit Statistik, bevor wir dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen zu den Genres kommen, zu den Sternebewertungen kommen, bis wir zu den Highlights ein bisschen noch drüber reden, und möchte ich auch noch ein paar Flops besprechen und dann eben auch die Ziele 2020 und 2023. Ich versuche so ein bisschen Zeitstempel unten in die Infobox zu packen und auch die Flop-Bücher und sowas und Playlists und alles, was es gibt, irgendwie zu verlinken. Also schaut da gerne auch mal vorbei. Ja, in diesem Jahr sind 207 Bücher bei mir eingezogen. Also ich muss sagen, als ich diese Zahl so gesehen habe, habe ich ganz schön geschluckt und dachte, das ist schon eine ganze, ganze Menge. Ja, es waren 113 echte Bücher, 46 E-Books und 48 Hörbücher. Und wir kommen tatsächlich auf so ein ganz gutes 50-50-Gemisch, denn das haptische Buch hat 55% ergeben und die anderen Bücher dementsprechend die digitalen 45%. Also der Vorsatz, dass ich das so ein bisschen ja, möglichst ähnlich halten möchte, hat ganz gut geklappt. Ich glaube tatsächlich, dass es so in dem einen oder anderen Monat besser lief, gerade dann, wenn ich so schon am Ende des Jahres geblickt habe und gesagt habe, ich möchte für den Januar, wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall auch ein bisschen was als E-Book haben, als Hörbuch haben. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden damit. Ja, der stärkste Monat war der Oktober mit 24 Neuzugängen, und die schwächsten Monate, und da bin ich tatsächlich ganz froh, ja, waren mit je 14 Büchern der Februar, der März und der Mai. Es gibt dahinter, glaube ich, keine wirkliche Logik. Man könnte das jetzt noch mal ein bisschen in die gelesene Fraktion setzen. Also es gab durchaus auch Monate, wie eben den Februar, wo ich mehr gelesen habe als gekauft. Das war natürlich dann im Oktober aber nicht mehr toppbar bei 24 Büchern. Also das, ja, so viel lese ich in der Regel nicht. Aber ja, das so ein bisschen zu den Neuzugängen. Gelesen habe ich insgesamt, wir kommen dann noch zu den abgebrochenen Büchern, 160 Bücher. Wenn man die abgebrochenen abzieht, wo habe ich die notiert? Bin natürlich jetzt hier auch wieder ganz lustig, sind 27 Bücher, das heißt 133 Bücher habe ich beendet, habe ich gelesen. Also ich finde beide Zahlen tatsächlich absolut in Ordnung. Sie liegen aber hinter den Zahlen vom letzten Jahr. Denn letztes Jahr hatte ich tatsächlich 185 Bücher und dieses Jahr nur, und bitte versteht dieses nur wirklich nur 160 Bücher. Ja, könnte ein bisschen an dem schwachen Dezember liegen, und da randaliert mein Hund, an dem schwachen Dezember liegen, der wirklich mit nur 6 Büchern den ganzen Schnitt ein bisschen nach unten geworfen hat. Die stärksten Monate waren Februar und August mit je 17 Büchern, und im Durchschnitt habe ich 13 Bücher ja, im Monat gelesen, was tatsächlich so durchschnittlich tatsächlich gar nicht schlecht ist. Wenn man so sagt, man geht von bei mir in der Regel von 3, 4 Büchern die Woche aus, finde ich tatsächlich diese 13 ganz gut. Natürlich waren auch mal Kinderbücher dabei oder ja auch mal einfach so dünnere Bücher. Aber ja, die Erklärung zum stärksten Monat August könnte durchaus ein bisschen noch mit meinem Urlaub zusammenhängen. Für den Februar habe ich aber tatsächlich keine Erklärung, warum es da so viele waren, weil ich da nicht frei oder irgendwie was hatte. Der schwächste Monat, der Dezember, hängt ja mit meiner Erkältung zusammen, die mich ja gefühlt wirklich ja 2 bis 3 Wochen im Dezember ja niedergelegt hat. Und ja, ich da wirklich wenig Muße zum Lesen oder zum Hören hatte. Selbst hörtechnisch hatte ich da nicht so viel
Spaß, weil ich ja auch mit Ohrenschmerzen zu kämpfen hatte. Dann hat man natürlich auch da gar keine Muse. Da ist man dann am besten einfach ruhig oder hat einfach ein bisschen Serie an oder YouTube-Videos und das passt dann auch. Die gelesenen Seiten, insgesamt waren es 51.855 gelesene Seiten. Der stärkste Monat war der Januar mit weit über 5.700 Seiten. Und da sieht man auch ein bisschen ganz schön, dass nicht immer unbedingt die Anzahl der Bücher so das Entscheidende ist, weil theoretisch habe ich im Januar nur 13 Bücher gelesen, aber eben die meisten Seiten. Und man sieht, dass der stärkste Monat mit 17 Büchern, ich glaube, tatsächlich auch nur der zweit- oder drittseitenmäßig gelesene, ja, Monat war. Also ich bin Freund von diesen Seiten, weil ich da schon ein besseres Gefühl irgendwie habe, um zu verstehen, was ich gelesen habe, weil ich könnte ja natürlich auch nur 30 Kinderbücher gelesen haben, was natürlich gar nichts dann irgendwie darüber aussagt, ne? Also ich finde die Seitenzahl ein bisschen aussagekräftiger. Der Dezember bleibt aber der schwächste Monat und hier habe ich ja bei den 6 Büchern auch nur 1770 Seiten gehabt. Im Durchschnitt komme ich auf 142 Seiten am Tag und das finde ich tatsächlich so vom Spürbaren relativ, ja, für mich auf jeden Fall passend, weil ich schon immer so das Gefühl habe, irgendwas zwischen 100 und 150 Seiten zu lesen. In Urlauben, an Wochenenden, freien Tagen eben durchaus auch einfach mal mehr. Also es gibt ja auch Tage, wo man wirklich was Spannendes liest und 300 Seiten irgendwie wegsuchtet. Aber ich würde sagen, so alles um die 150 Seiten wirkt für mich am Tag auf jeden Fall realistisch und auch nachvollziehbar. Ja, also wie man sieht, nicht ganz so ein erfolgreiches Jahr wie im letzten Jahr. Aber das ist dann eben auch einfach so. Bei den gelesenen Büchern zeigt sich tatsächlich das ein bisschen umgekehrt, was die Verteilung angeht. 45% waren echte haptische Bücher, 26% waren E-Books und 29% waren Hörbücher. Also ich habe definitiv mehr E-Books und Hörbücher gelesen, gehört, als ich mir zugelegt habe, während aber tatsächlich dann mehr echte Bücher auf dem Sub sozusagen gelandet sind. Und ja, aber ich finde dieses, ja, 45, 55, egal in welche Richtung, auf jeden Fall gut und passt so ein bisschen zu meinem Vorsatz, dass ich eben da wirklich so ein bisschen sich die Waage halten soll. Ich sortiere auch so ein bisschen nach Genre, mache da aber auch durchaus meinen eigenen Mix. Der Gewinner dieses Jahr ist mit 18% das Fantasy-Genre und das stimmt absolut. Also das habe ich tatsächlich auch so gemerkt, dass es mich in diesem Jahr sehr zur Fantasy hingezogen hat. Direkt folgend mit 16 Büchern, nein, mit 16% kommen die Romane. 15% haben dann die Sachbücher ausgemacht. 14% waren Jugendbücher, 7% waren Liebesromane, Thriller und Krimi und auch so Wohlfühlbücher, die eben für mich nicht immer Liebesromane sind, die für mich so ein eigenes Genre, sage ich mal, abbilden. 6% waren Reiseberichte, Erzählungen. Das hat mich sehr gefreut, dass ich dieses Jahr doch ein paar Mal mit Leuten unterwegs war. Jeweils 4% waren dann nur Historisches und Science Fiction. Und da hätte ich bei der Science Fiction tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen auch die Abgrenzung zwischen Science Fiction und Fantasy, beziehungsweise überwiegt dann das Jugendbuch. Ja, aber gut. Und ja, desaströs am Ende mit 2% und nur 4 Büchern war so ein bisschen Horror und Mysteriöses, sage ich mal. Ja, da hat es mich dieses Jahr nicht so hingezogen. Auch der Thriller ist definitiv weiter nach unten gewandert. Der war auch schon mal höher. Aber Fantasy und Jugendbuch und auch diese Sachbücher, Reisebücher, da muss ich sagen, das habe ich so auf jeden Fall auch so im Gefühl gehabt. Also gerade das Fantasy dieses Jahr bei mir doch sehr viel dabei war mit 30 Büchern. Ja, das muss ich schon sagen, das kommt tatsächlich schon so ein bisschen hin und bin sehr gespannt, wie sich das dann auch im nächsten Jahr irgendwie fortführt. Und vielleicht muss man auch einfach so ein bisschen darauf achten, wo zieht es einen hin, wo hat man die meisten Highlights. Das könnte man am Ende ja auch nochmal irgendwie auswerten und ja, muss da vielleicht so ein bisschen auch seinen Fokus hinlegen. Dann kommen wir zu den Sternebewertungen und das war wirklich, ja, wie ich es glaube ich auch schon so seit September, Oktober im Gefühl hatte, kein gutes Jahr, was irgendwie Highlights angeht. Ich hatte nur 28 Highlight-Bücher, also von 160 gelesenen Büchern nur 28 Highlights, 5-Sterne-Bücher, was ja auch nur 18%, also nicht mal jedes fünfte Buch war ein Highlight.
Ja, das ist natürlich schon ja, ein bisschen wenig. 4-Sterne-Bücher haben überragt mit 59 Büchern und 36%. Und da war ich wieder ein bisschen versöhnlicher, weil ich dachte, okay, gut, die Hälfte der Bücher waren dann 5- oder 4-Sterne-Geschichten. Also das war dann, kommt man ja auf 54% und mit beiden. Und ja, das war dann schon so ein bisschen, wo ich dachte, okay, es waren nicht immer die Lebenshighlights. Aber ja, und die Highlights habe ich euch ja in meinen Adventsvideos gezeigt und vorgestellt. Es sind jetzt hier zwar 28, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass manches auch einfach Reihenbücher waren. Also ein erster, zweiter und dritter Teil in einem, und die habe ich ja dann auch immer so ein bisschen vorgestellt. Oder es waren einfach Reihenfortgänge oder nur der Abschluss oder nur der Auftakt. Dann habe ich die natürlich da nicht betrachtet. Aber ja, die Playlist packe ich euch auch mal unten in die Infobox, wenn ihr da meine Highlights sehen wollt. Die Durchschnittsbewertung von 3 Sterne waren bei 23%. 2 Sterne haben 7% der Bücher bekommen. Und 1 Stern, was ja so Flops und Abbruchbücher sind, waren es tatsächlich 26, also auch 16%. Und das finde ich tatsächlich, das war, fand ich, also da war ich wirklich so im Moment, musste ich mal ein bisschen atmen. Weil Highlights 28 und Flops 26, das liegt schon wahnsinnig nah beieinander. Und ja, also das ist auch, also es ist tatsächlich schon das, was ich gefühlt habe, dass dieses Jahr, was die Begeisterung und die Highlights angeht, kein so gutes Lesejahr war, obwohl die Menge durchaus in Ordnung war, also die gelesene Menge. Aber pff, ja, das ist tatsächlich schon was, was mir so ein bisschen zu denken gibt. Also 26 Bücher, die ich abgebrochen habe oder die ein Flop waren, das ist schon relativ viel. Also es sind ja auch 16%. Das finde ich tatsächlich schon eine ganze Menge. Der beste Monat war der April. Da habe ich 4 Sterne vergeben. Und der schwächste Monat war der Oktober. Da waren wir nur bei 2,87. Und durchschnittlich das Jahr waren wir oder sind wir bei 3,38. Also tatsächlich so guten 3 Sternen. Und das ist schon, das, ja, also da möchte ich mich definitiv im nächsten Jahr steigern und möchte da definitiv, ja, vielleicht die neuen Bücher noch mal ein bisschen mehr begutachten, bevor ich mir das zulege. Also ich, ja, ich hatte dieses Jahr wahrscheinlich gar kein so gutes, irgendwie gar kein gutes Gefühl, was so Neuzugänge angeht. Also kann man jetzt daraus irgendwie herausnehmen. Natürlich ist das oft auch einfach ein Klappentext, ein Impulsivkauf, ein Coverkauf. Andere finden es toll, man selbst hat vielleicht keinen Bezug dazu. Na, also das kann einem ja immer passieren. Aber irgendwie möchte ich da, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie ein Auge drauf werfen. Ja, es waren, wie gesagt, 28 Highlight-Bücher, es waren 8 Flops und 27 abgebrochene. Also da sieht man, dass bei mir ein Flop manchmal, also dass bei mir ein abgebrochenes Buch nicht automatisch auch nur ein Ein-Sterne-Buch hat. Und dieses eine Buch, was jetzt sozusagen fehlt, ist ein Buch, was ich, glaube ich, bis zu Prozent 83 oder so gelesen habe. Das war dieses eine Winterbuch, ich komme gerade nicht mehr drauf, dieser zweite Teil dieser einen Reihe, dieses When Stars Collide oder wie das hieß, oder When the Sky Falls oder irgendwie so. Und da habe ich es ja wirklich bis knapp 80% geschafft, es zu hören und dann abgebrochen, weil mich das so genervt hat. Und das ist dann eben eher ein Zwei-Sterne-Buch und eben kein Ein-Sterne-Buch, aber trotzdem ein abgebrochenes Buch. Also tatsächlich fast 17% der Bücher wurden abgebrochen. Das ist schon, das ist echt viel. Ja, Wälzer waren wir bei 7,5%. Also es waren einige Bücher über 600 Seiten dabei, wie auch englische Bücher. Da habe ich meinen Vorsatz nicht geschafft. Da war ja geplant, mehr Englisch zu lesen, beziehungsweise wirklich jeden Monat ganz bewusst zu einem englischen Buch zu greifen. Es wurden 4 englische Bücher in diesem Jahr. Ja, also das ist, ja, an dem Vorsatz könnte man nochmal feilen, das habe ich nicht erreicht. Die Mischung Autorin-Autor war auch sehr ähnlich. Ich habe 55% von Autorinnen gelesen und 45% von Autoren, also auch schön so ein bisschen die Waage gehalten. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Frauenanteil größer ist. Ich war ein bisschen verwundert, dass der Männeranteil dieses Jahr tatsächlich auch relativ hoch ist, weil bei mir sonst tatsächlich die Autorinnen höher sind, aber ich finde das so tatsächlich ganz in Ordnung. Es waren nur 3 Rereads, wovon 2 Harry Potter waren. Was könnte das dritte Buch gewesen sein?
Ach, das Weihnachtsbuch von Tolkien, genau. Das waren die drei Rereads. Ich habe vier Stephen Kings gelesen, tatsächlich auch ein bisschen wenig. Es ist aber für Februar schon ein King auf jeden Fall geplant. Also es geht ins nächste Jahr auf jeden Fall mit guten Vorsätzen weiter. Dann habe ich 33% waren Buch einer Reihe und davon wiederum 11% war dann eben ein Reihenabschluss. Also von 53 Büchern aus einer Reihe waren 6 Bücher dann eben auch ein Reihenabschluss. Und ja, das finde ich tatsächlich ganz schön, dass 6 Reihen in diesem Jahr beendet wurden. Also alles in allem, ja, ein okayes Bücherjahr, aber definitiv schon Luft auch nach oben. Ja, der Sub, das kann man sich jetzt, glaube ich, ganz gut selbst ausrechnen, wenn über 200 Bücher eingezogen sind und 160 ja, sind nur gelesen, würde man sagen, es sind 47 neue Bücher, so ist es aber nicht, denn ich habe auch einige ungelesen aussortiert und komme aktuell auf einen ja, Lovely Books Substand von 104 Büchern. Das sind 12 mehr als im letzten Jahr. Da sieht man, dass ich 30 auch einfach mal so ausgemistet habe, beziehungsweise ich ja manchmal auch so Bücher hernehme, ein, zwei Kapitel lese und das taucht eben dann am Ende, wenn ich es nicht weiterlese, auch in keiner Statistik auf. Also 30 Seiten von einem Buch würde ich mir nicht in die Statistik reinrechnen oder in die gezählten Bücher. Das fliegt dann eben einfach auch mal raus. Ich habe auch tatsächlich einiges so vom E-Book-Reader, die schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre jetzt auf dem Sub liegen, einfach weg. Und ja, so hat sich das tatsächlich ein bisschen geleert. Ja, es sind über 100 Bücher und das ist natürlich schon dafür, dass mein Ziel, glaube ich, war, auf 50 Bücher runterzukommen. Ja, Ziel definitiv verfehlt. Also da kann man, das kann man gar nicht schönreden. Also ich bin nicht so glücklich, wenn der Sub über 3 Stellen hat. Ich möchte da auf jeden Fall versuchen, zeitnah unter die drei, ja, in den zweistelligen Bereich zu kommen. Highlights gab es ja, 29 Stück und ich habe euch, ich weiß gar nicht, 15, 16 Bücher in den Adventsvideos vorgestellt. Packe ich euch unten in die Infobox und auch zu den Hörbuch-Highlights, Podcasts, Hörgenüssen gab es ja schon ein Video, wo ich da auch so ein bisschen mehr auf die Statistik eingehe und auch das Video packe ich euch unten in die Infobox. Es gab unter den Highlights der Rereads, waren im Grunde alle drei Rereads ein Highlight. Dementsprechend sowohl die beiden Harry Potter Bände als auch die Weihnachtsbriefe vom Weihnachtsmann von Tolkien waren Highlights im Dezember. Und ja, aber die tauchen natürlich auch nicht in irgendwie einem Video auf, aber ich möchte trotzdem kurz darüber gesprochen haben. So, kommen wir jetzt ein bisschen zu den Flops, wo ja doch eine ganze Menge dabei waren, beziehungsweise waren es nicht immer nur Flops und Abbruchbücher, sondern auch einfach Enttäuschungen. Und ja, hier habe ich an erster Stelle der fürsorgliche Mr. Cave von Matt Haig. Der hat mich ja im letzten Jahr schon so ein bisschen mit der Mitternachtsbibliothek verwirrt und ja, irgendwie unzufrieden zurückgelassen. Beim fürsorglichen Cave, wo es ja um den Vater geht, der seine Tochter so ein bisschen überwacht und im Grunde in eine Art Käfig sperrt, und das so aus seiner Sicht auch geschrieben ist und wieder so diese Wendungen. Also ich wusste nicht, was mir Matt Haig mit dieser Geschichte sagen möchte. Ich habe mich so gefreut, ich mochte Matt Haig mit so vielen Geschichten, egal ist, ob es Ich und die Menschen sind, Wie man die Zeit anhält, Echo Boy. Ich mag seine Bücher wahnsinnig gerne, aber mit der Mitternachtsbibliothek und auch mit dem fürsorglichen Mr. Cave, da hat er mich irgendwie verloren. Ich weiß auch gar nicht, ob im nächsten Jahr was von ihm kommt, aber da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch erstmal ein paar Rezensionen abwarten. Dann wurde groß gehypt, ich glaube schon ein Jahr vorher, Kissing Chloe Brown von Talia Hibbert. Da war ich natürlich auch total mit Hype, weil man hier mal eine ganz besondere Protagonistin haben sollte und auch eine ganz besondere Liebesgeschichte. Und es ist auch eine besondere Reihe, weil das über die ganzen Brown Sisters, also Schwestern, irgendwie geht. Und ich habe das Buch aber nach 25% abgebrochen. Ja, war ein bisschen schade, weil ich sowohl das Cover wie auch den Klappentext und die Stimmen so toll fand, aber mich hat es irgendwie nicht erreicht. Dann habe ich von Judith Merchant Atme gelesen, beziehungsweise ich glaube auch gehört. Und das Buch Still habe ich ja letztes Jahr auch irgendwie November, Dezember gehört, war für mich noch ein Highlight im letzten Jahr. Hier muss ich sagen, habe ich nur 3 Sterne gegeben und war doch sehr enttäuscht, wie verwirrend das alles war, dass man keinen Bezug zu den Protagonisten bekommen hat.
Und ich habe es zu Ende gehört, aber war da irgendwie doch nicht ganz so begeistert. Ich dachte immer, irgendwann muss es doch kommen. Man muss auch sagen, dass Atme, ich glaube, dass das erste Buch der Autorin ist und Still oder Schweig? Schweig. Dann das zweite Buch war Schweig, entschuldigt. Und ja, dementsprechend könnte man sich damit erklären. Aber es steht jetzt 50-50 bei der Autorin. Ich werde da auf jeden Fall auch mir mal das dritte Buch, wenn denn eins kommt, ansehen und wahrscheinlich auch hören. Und dann war ich auch sehr enttäuscht von Ivar Leon Mengers neuem Buch. Als das Böse kam, habe ich als Hörbuch gehört und abgebrochen bei 34%. Ivar Leon Menger ist zum Beispiel bekannt für die Monster 1983-Reihe. Das ist ja ein Hörspiel, was ich gefeiert habe, was ich großartig fand, was auch definitiv mal ein Reread-Kandidat, also Read im Sinne von ich höre es nochmal, Kandidat wäre. Und als das Böse kam, wir sind hier auf dieser Insel und wir treffen ein Mädchen und die Kinder dürfen auch irgendwie diese Insel nicht verlassen und man weiß nicht so richtig und auf einmal taucht ein Fremder auf dieser Insel auf und ja, ich fand das alles mehr als merkwürdig. Es hat mich überhaupt nicht spannend abgeholt, unterhalten. Es war irgendwie grottenlangweilig für mich. Und dann habe ich auch das Hörbuch tatsächlich abgebrochen. Ja, das so ein bisschen zu den Flops und Enttäuschungen. Ja, irgendwie, ja, schade, schade, dass das tatsächlich doch relativ viele in diesem Jahr waren. Ja, die Vorsätze für 2022 waren, dass ich den Sub unter 50 bekommen möchte. Habe ich nicht erreicht. Dass ich mehr lesen als kaufen möchte. Habe ich in 2, 3 Monaten geschafft, aber im größten Teil leider nicht. Dass ich mir aktuell eigentlich keine Buchzahl vorgenommen habe, sondern so gerne die 150 geschafft hätte, was ich auch geschafft habe. Also ich das auf jeden Fall mal abhaken kann und erfolgreich war. Dass ich mehr digital lesen hören möchte, wegen den Ressourcen, wegen dem Platz. Ich würde sagen, ich mache da tatsächlich einen Haken ran, weil ich ja, was das Lesen angeht, definitiv mehr digital unterwegs war, nur bei den Neuzugängen, das sich nicht ganz widerspiegelt. Aber ich habe ja 55%, glaube ich, digital gelesen und gehört. Genau. Also von daher, da würde ich auch einen Haken dran machen und ich glaube, das ist definitiv was, was ich ins nächste Jahr mitnehmen möchte. Und dass ich jeden Monat ein englisches Buch lesen möchte, ja, das habe ich nicht geschafft. Ich glaube, da waren die anfänglichen Monate auch noch relativ gut dabei. Ich bin gerade noch mal am Schauen, wie das mit den englischen Büchern war. Also im Januar tatsächlich eins. Und ja, Februar, März dann schon nicht. Und dann April, Mai habe ich wieder jeweils eins gelesen. Ich glaube, es waren dann auch 2 Teile einer Reihe. Aber ja, habe ich nicht geschafft. Und ich muss auch sagen, für mich hat sich dieses Englischlesen angefühlt wie so eine Leseliste. Und ich habe einfach ein Problem mit Leselisten. Ich kann es nicht anders sagen. Es war dann für mich schon so, dass ich manche Bücher ganz gezielt geguckt habe, ob es die im Englischen gibt. Und ich habe ja dann auch immer mal in Englisch gelesen, aber manche Bücher eben auch durchaus dann, obwohl sie in Englisch da waren, in Deutsch. Und ich wollte mich da auch einfach nicht so unter Druck setzen und habe dann auch gemerkt, du liest es, wenn es dir auffällt. Ich habe zum Beispiel auch von V.I. Schwab Galant als englisches E-Book hier, habe aber jetzt gesehen, dass das nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr ja, auf Deutsch erscheinen wird und für mich gewinnt dann tatsächlich das deutsche Buch, weil es einfach trotzdem einfacher ist und unterhaltender ist und zum Entspannen ist und doch zum tiefer Eintauchen als so ein bisschen dieses konzentriertere englische Lesen. Aber mal sehen, was dieses Jahr bringt. Vielleicht greife ich noch zu dem einen oder anderen englischen Buch. Ich habe ja auch noch 2 oder 3 auf dem Sub und die möchte ich natürlich dann auch noch lesen. Ja, das so zu den Zielen 2022. Was nehme ich mir für das neue Jahr vor? Auch hier, ich möchte mehr lesen als kaufen. Ich möchte unbedingt eigentlich unter die 90 von meinem Sub. Dementsprechend möchte ich mehr lesen als kaufen, möchte auch beim Kaufen wirklich eher so diesen Highlight-Gedankengang immer mal mehr im Kopf haben, was wirklich irgendwie mindestens 4 Sterne werden könnte. Man kann es nicht ausschließen. Na, ich meine, an und für sich kauft man sich ja immer nur Bücher, wenn man denkt, die werden einen gut unterhalten und begeistern. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder mehr lesen als kaufen. Ich möchte auch das digital Lesen hören, wieder versuchen, so 50-50 zu halten, dass ich eben darauf wirklich achte, dass nicht nur haptische Bücher einziehen, weil der Sub im Hintergrund, das Subregal ist eben auch langsam irgendwie mal voll. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall auch dranbleiben.
Ich möchte meine geschenkten Bücher der letzten 2 Jahre ein bisschen priorisieren. Ich habe tatsächlich noch Geburtstagsbücher hier liegen, die jetzt 2 Jahre alt werden. Und ich möchte die wirklich mal irgendwie entweder mal markieren oder irgendwie auf einen extra Stapel legen. Ich möchte geschenkte Bücher einfach bevorzugen. Ich möchte dazu eher greifen. Und ja, weil sich natürlich der Schenkende auch was dabei gedacht hat, es auf einer Wunschliste stand. Und ich möchte die auf jeden Fall ein bisschen bevorzugen. Und ich möchte in diesem Jahr auch mehr Highlights rereaden. Ich habe ganz viele Geschichten im Kopf, die ich super gerne lesen möchte. Das ist natürlich kontraproduktiv für den Sub, beziehungsweise muss man dann tatsächlich einfach bei den Neuzugängen mehr aufpassen. Aber ich möchte mir keine Liste machen, weil ich weiß, wenn ich jetzt eine Highlight-Liste mache, die ich lesen möchte, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Das ist tatsächlich, es ist irgendwas in meinem Kopf, ich kann es nicht erklären, es ist so. Aber es gibt so einige Bücher, entweder die schon ein bisschen älter sind, ich hätte Lust, den einen oder anderen King zu rereaden, ich hätte Lust auf die Passage-Trilogie, ich hätte tatsächlich schon Lust auf Eddie LaRue, ich hätte Lust auf ein, zwei ältere Bücher von Adriana Popescu, ich hätte Lust, ja, so Dan Simmons, Eschbach, so mal ein, zwei ältere Werke irgendwie zu lesen. Ja, also es sind so einige Bücher auch von Harpe Kerkeling. Ich bin da mal weg, würde ich super gerne mal wieder lesen. Also es gibt so ein paar Bücher, die ich im Kopf habe, die ich aber nicht aufschreibe, die ich nicht konkreter fassen werde. Ich hätte auch Lust auf den Herrn der Ringe mal wieder oder das Silmarillion. Das wollte ich ja eigentlich schon im letzten Jahr lesen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das so hinbekomme, ohne mir wirklich eine Liste zu machen. Aber einfach mal dazu greifen und wenn es nur das Hörbuch ist, aber einfach mal Highlights ja wieder so ein bisschen ins ja, Leben zu lassen und Highlights zu rereaden. Und ja, auch auf Never Night, ach, auf das Hörbuch, da hätte ich so viel Lust. Ja, aber ja, ich möchte gar nicht zu viel mir irgendwie auf den Zettel schreiben. Und ja, aber das waren sie so, die 4 Ziele für das neue Jahr. Ich bin sehr gespannt, was ich davon am Ende des Jahres geschafft habe, was ich erreicht habe. Anzahlmäßig denke ich, wäre ich wieder so mit ja, 10 Büchern vielleicht im Monat ganz zufrieden. Ich glaube, die 150 sind realistisch, gerade weil ich doch mit dem ein oder anderen Abbruchbuch immer irgendwie rechne. Aber ja, ich denke, wir bewegen uns hier zwischen 120, 150 Bücher und ich glaube, das ist auch absolut ausreichend. Vielleicht tatsächlich durch die Rereads ist es ja machbar, dass man ja ein bisschen mehr liest, weil ich finde schon ein Buch, wenn man ein zweites Mal liest, geht das so gefühlt ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob es auch so geht. Aber natürlich sind auch so ein paar Wälzer unter den Reread-Kandidaten. Und ja, ich möchte mir eigentlich gar keine Zahl irgendwie vornehmen, weil das doch so ein bisschen den Druck erhöht. Man muss jetzt 10 Bücher. Und dann liest man manchmal vielleicht doch lieber ein dünneres Buch als ein dickes, damit man das im Monat irgendwie geschafft hat. Und ich möchte das eigentlich nicht. Also das mache ich auch nicht und möchte ich eben auch gar nicht. Ja, was erwartet euch so ein bisschen auf dem YouTube-Kanal? Also es wird jetzt erstmal keine Bücherwochen mehr geben, weil ich schon gemerkt habe, gerade im November und Dezember, als es so ein bisschen schleppend mit dem Lesen ging, ich manchmal auch gar keine Lust hatte, über diese nicht so guten Bücher auch noch irgendwie lange reden zu müssen, zu wollen, wie auch immer. Und es wird bei mir jetzt, ja, ab Februar sozusagen für den Januar oder auch schon am Samstag kommt der Büchermonat für Dezember. Da gibt es nur 6 Bücher, da haben sich Bücherwochen nicht so, ja, gelohnt, auch einfach, weil ich krank war und dann keine Bücherwochen drehen konnte. Wird es jetzt Büchermonate geben? Ja, ich denke immer irgendwie wahrscheinlich so der zweite Samstag irgendwie im Monat. Also ich möchte den Samstag als Upload-Tag beibehalten um 7 Uhr und ja, möchte da natürlich so das klassische YouTube-Format sozusagen jetzt auch auf meinem Kanal machen. Es gab ja, also gibt ja immer eigentlich nur Büchermonate, wenn ich eine Pause mache. Also egal, ob es eine Sommerpause ist oder jetzt im Januar eine Winterpause oder ich jetzt auch einfach krank war, dann lässt sich es eben auch einfach nicht vermeiden. Und ja, oder ich glaube, ich war im März ja auch mit Corona krank und dann gab es auch einen Büchermonat. Mal sehen, ob ich immer mal so ein paar Clips mache, wenn ich 3 Bücher vielleicht irgendwie gelesen, gehört habe und mich dann einfach schon mal hinsetze. Aber ich möchte tatsächlich so ein bisschen diesen Druck aus diesen, ich muss jede Woche ein Video machen, auch wenn es irgendwie gerade gar nicht geht und da muss man es ja auch noch schneiden, möchte ich mir so ein bisschen rausnehmen, weil natürlich so Neuzugänge, Büchermonat kann man schön ein bisschen vorbereiten, wenn der Monat natürlich um ist. Und dann glaube ich, ist das tatsächlich so ein bisschen was in diese Richtung. Dann habe ich im letzten Jahr schon auf Instagram gefragt nach ja, Büchern so ein bisschen, die ihr gern sehen möchtet. Also so 5 Bücher oder 3 Bücher,
die Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich auch, ich glaube, knapp 10 Ideen von euch bekommen, die ich spannend fand, die sie auch nicht wiederholt haben. Oder ja, manche kann man auch ineinander greifen, aber die Videos werden jetzt auf jeden Fall dann so nach und nach kommen. Ich möchte auch einfach mal wieder ein bisschen über andere Dinge sprechen. Ich möchte weiterhin über Düfte sprechen, über Serienfilme sprechen. Es gab jetzt keinen Serienfilmrückblick für 2022, weil es hätte ich jetzt zeitlich einfach nicht untergebracht, aber vielleicht möchte ich da einfach so einmal im Quartal über Dinge sprechen, die ich gesehen habe, die ich geschaut habe, weil sie ja dann nicht mehr in der Bücherwoche Platz finden, weil es die nicht mehr gibt. Aber vielleicht ja, packen wir dann einfach so einmal im Quartal ein Video dazu. Ich möchte gerne so ein bisschen vielleicht auch über Nachhaltigkeit sprechen, was man da, was ich da vielleicht verändere, was ich da anders mache, welche Tipps es da irgendwie vielleicht gibt, was man auch vielleicht miteinander in einem Vlog irgendwie ausprobieren kann. Und ich möchte mich tatsächlich im Vloggen probieren und möchte vielleicht so einen Monatsvlog machen. Also ich wäre, glaube ich, jetzt niemand, der täglich vloggt oder wöchentlich, weil wenn man in der Arbeitswoche ist, passiert einfach nicht so viel, dass man da so viel zu vloggen hätte. Man ist auch nicht jedes Wochenende irgendwo unterwegs, was man irgendwie zeigen könnte. Und ich denke aber, dass im Monat durchaus 2, 3 Dinge passieren oder wo man einfach mal sagt, so, das möchte ich einfach teilen. Und vielleicht kommen da einfach regelmäßig so ein paar Monatsvlogs. Ich versuche das auf jeden Fall im Januar, weil ich da ja auch auf Reisen bin, euch da ein bisschen mitzunehmen. Mal schauen, wie mir das gelingt. Wird am Anfang bestimmt ein bisschen holprig, aber ich hoffe, dass ihr dann da auch Spaß habt und ich glaube, dass da genügend Videos kommen werden für den Samstag, für auch einfach mal unter der Woche und ja, da werden wir auf jeden Fall dann auch ein bisschen haben. Wenn ihr Ideen, Wünsche habt, Formate habt, bei anderen YouTubern, die ihr gerne schaut, ja, sagt mir da gerne in den Kommentaren Bescheid, dann gucke ich mir die natürlich auch gerne mal an. Die Rache des Sub kommt für mich tatsächlich nicht mehr in Frage, die habe ich ja auch in 2022 abgeschafft, habe auch immer mal wieder überlegt, aber es hat sich für mich überhaupt nicht mehr richtig angefühlt, die irgendwie zu drehen, mir selbst so auf die Finger zu schauen und mich selbst so runter zu machen, weil ich eben die Bücher von vor einem Jahr immer noch nicht gelesen habe und ich komme damit gar nicht mehr klar. Also entweder müsste man den Zeitraum länger fassen und jetzt einfach noch ein Jahr warten, bis man sich dann die 2022 Bücher anguckt, also dass dann im Grunde mehr als ein Jahr sozusagen hinliegt, aber ja, ich mache das so für mich ein bisschen, ich halte das so ein bisschen fest in der Excel-Liste und ja, halte das auch nach wie vor in meiner Spendenkasse sozusagen nachhaltig fest, aber nicht mehr so 100%, aber denke auch, dass das tatsächlich gar nicht sein muss. Aber sonst, wenn ihr Format, Wünsche, Ideen habt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ich glaube, das war es jetzt so, was man zu 2022 und den Vorsätzen, Gedanken zu 2023 sagen kann. Ich freue mich auf ein hoffentlich schönes neues Jahr, was möglichst wenig Krankheiten irgendwie mit sich bringt, was schöne Zeiten mit Hund und Katzen sozusagen bringt, mit Familie und Freunden, vielleicht auch mal wieder mit einer Buchmesse in Leipzig Ende April mit Booktuber-Treffen irgendwie irgendwo, würde mich sehr freuen und ja, da gucken wir einfach mal, was das neue Jahr so ein bisschen bringt. Es wird am Samstag jetzt noch meinen Büchermonat geben und dann verabschiede ich mich auch in den Winterurlaub, bin dann erst Anfang Mitte Februar sozusagen mit Videos wieder da. Und ja, aber das dann mehr dazu im Büchermonat. Ich bin sehr neugierig, ob ihr Zahlen, Daten, Fakten irgendwie für euch habt. Wie viele Bücher habt ihr gelesen? Wie viele sind eingezogen? Wie viele Highlights habt ihr gelesen? Wenn ihr Lust habt, lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit so viel Statistik und Zahlen und Daten. Und habt euch da auch so ein bisschen dran gefreut, wie ich mich freue. Ich liebe Zahlen, Daten und Fakten. Das Sammeln ist immer so das eine. Aber wenn man dann am Ende so ein paar Zahlen hat, ist das tatsächlich schon ganz schön. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Zeit, einen guten Start in das neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.